Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Green Hell. Ich habe mich jetzt auch nochmal dazu entschlossen, hier so einen Steinring hinzuflanschen. Hab auch schon mal schnell ein paar Steinchen geholt. Alle sind es leider noch nicht geworden. 2, 4, 6, 8, 10. Das sind außerdem 12, die wir da brauchen. Im Bauplan stehen immer noch 10. Aber gut, die Hälfte haben wir hier schon mal. Den Rest kriegen wir dann auch noch zusammen. 5 Stück brauchen wir noch. Wir haben 6.16 Uhr am 17. Januar. Wir haben durchaus ein bisschen Kohldampf. Und ich wollte mal das Räuchergestell ausprobieren. Da ist mir hier mal so ein kleiner Ara. Und tatsächlich roh da drauf. In die Hände gefallen kann ich ein Ei, geht nicht. Pilze wahrscheinlich auch nicht, ne. So, dann wollen wir erstmal akkurat frühstücken. Oh, das dauert ja ewig hier, bis das Fleisch durch ist. Vor allem brauchen wir mal Kohlenhydrate. Und so ein Pilzsüppchen können wir uns nochmal kochen. Und hier steht auch schon Knocheninfusion rum. Pilzsüppchen machen wir trotzdem nochmal. Hätte ich jetzt mal Bock drauf. Reines Ding. Durchgeköchelt. Ja, verdirbt sowieso gleich alles. Also immer rein damit. Obwohl, die halten noch 11 Stunden. Raschelt irgendwas. Ja, das ist lange mit dem Fleisch. Pilzsuppe. Da sind wir perfekt. Aufgestellt hier von den Werten. Besser könnte es kaum sein. Dann... Ja, vielleicht fällt uns zwischendurch nochmal ein Stein in die Hände, aber ich klopfe jetzt erstmal hier nochmal ein paar lange Stöcke ab. Hier was? Nö. Den sehe ich mal. 2 Meter. Und sind es nur noch 4. Was echt ein bisschen lästig ist hier mit den Steinen. Stöcke waren wir voll, ne? Hau das Ding mal um. Ein langer und noch ein langer. Da ist hier doch gleich der nächste. Zimmern wir uns nochmal schnell einen Wassersammler hin. So. So. Ach ne, ich brauche wenn dann große Stöcke. Die sammelst du auch gleich mal wieder ein. Willst du ja auch noch ein Lagerfeuer bauen? So. Bananenblätter. Bist du mein Opfer hier? Ja. Muss gleich mal dran glauben. Es reicht gar nicht, ja? War hier nur noch eins? Was so aus? Muss ich nochmal was umhauen? Glaube schon. Stöcke liegen hier.
Stöcke liegen hier echt mal genug rum. Und sogar nochmal ein Stein. Das wird nochmal langsam was hier, glaube ich. Da hinten hat sich schon wieder eine Schlange eingenistet. Ein blödes Vieh. So ein kleiner, den brauchen wir erstmal nicht. Und hier sind auch nur Palmenblätter. Jetzt auch nicht wirklich was von. Kleiner Stein. Jede Menge Kokosnüsse. Oh, hier scheint es echt noch nichts wieder zu geben. Unten am Wasser nochmal gucken. Oh, hier ist eine... mal eine Riesenkröte. Die nehmen wir nochmal mit. Dann holen wir die Bananenpflanze hier nochmal um. Dann nimmst du nochmal einen Schwung. Dann reicht's aber auch. Um den Wassersammler fertig zu bauen. Lag hier denn? Ach, nur ein Stock. Nicht so spannend. Bitte doch gerne Steine. Ach, da brauchst du nur noch drei. Jawohl. Dann hauen wir den Rest hier hin. Kannst du gleich mal den Pott drunter stellen. Den Pott. So. Geh los. So. Ich glaube, Kokosnussschalen haben wir bald ja genug hier rumstehen. Soll ich hier noch eine Reihe anfangen? Warum nicht? Frosch, mal sammeln. Ach du Scheiße, ist das Feuer überhaupt noch an? Ja. Gerade so. Und das Fleisch braucht noch ewig. Dann lege ich nochmal was nach. Das ist auch hier durchbrennend, das Ganze. Lass nochmal ein Stück Kohle opfern. Da haben wir ja ein bisschen was. Na ja, so ein Ding. Boah, dauert das lange, das Räuchern. Bin ich ja durchaus mal gespannt. Wie viel länger das dann hält. Machen wir die Kröte auch noch hier drauf. Oh, dauert das ewig. So, dann noch mal ein paar Steine. Das hätte ich schon erst gern noch fertig. Das Lagerfeuerchen. Müssen wir nochmal runter. Sitzen die Jungs da schon wieder rum? Ich habe auch den Auftrag, mich zu nerven jetzt. Gucken, ob ein Bogenschuss reicht. Jo. Ein Pfeil, den kriegen wir auch wieder. Dann gibt es hier auch nochmal ein bisschen Klapperschlange. Blätter brauche ich gerade nicht. Molinaria habe ich auch genug. Mal schnell hier drüben, ob hier noch ein Stein zum Abgreifen wäre. Nee. Der ist ein bisschen groß hier. Dieser Steinkrampf. Liegt noch ein aller Papagei rum. Warum nicht? Fleisch ist Fleisch.
Ach komm, diese drei Steine werde ich hier jetzt wohl noch irgendwie finden hier. Stöcker wieder auffüllen. Ah, hier sind noch Federn. Oh, hier liegt so einiges Gedöns rum. Vogelnest ist aber auch leer. Aber Steine. Das Gejammere schon wieder los. Zumindest ein paar Früchte eingesteckt. Komm schon. Lass mich hier nicht wie so ein Depp hier durch die Gegend laufen. Gib mir mal ein Steinchen. Oh, hier ist irgendwo ein Bienennest. Sehen tue ich es nicht. Wo denn? Schon wieder ein Egel abgestaubt. Ich habe jetzt so angespannt gelauscht. Nach diesem Bienennest. Sieht's einer? Ich sehe es noch nicht. Da hinten ist so ein voller Baum. Nee, noch ein Stock noch. Wir sind da irgendwo. Eigentlich Federn, die ich haben wollte, gibt's nicht. Kommt das laute Geräusch tatsächlich von dem ollen Baum hier? Ja, sieht so aus. Halt. Was raschelt denn hier? Hier gleich irgendwo reingerate, wo ich nicht reingeraten will. Aber so eine Honigwabe, die würde ich schon nochmal mitnehmen. Das war ja mal ein eiskalter. Oh, 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 oh. Meine Axt hätte ich schon gerne wieder. Honigwabe nehme ich auch mit. Ist nur die Frage. Oh, mein Steinspeer kriege ich sogar auch nochmal wieder. Hilfe. Oh, Hilfe. Alter, habe ich mich jetzt erschreckt. Die waren noch garstig. Blöden Bienen. Oh, hier ist ein Stein. Na ja, komm, schlepp den mal nach Hause. Jetzt auch nicht so weit. Ey. Nur noch dieses Summen. Ich bin ja schon da. Gucken, was das Fleisch sagt. Zwei Stück nur noch. Dann wird es ja jetzt hier schon mal brennen. So gut wie. Alter Schwede. Ich hoffe, das hält ein paar hundert Jahre. Immer noch mal Richtung Wasser runter. Ansonsten muss ich nochmal in die gleiche Richtung latschen. Gibt es ja auch schon wieder ein Bienennest oder was? Also, in guten Zeiten sind hier auch schon mal Steine gespawnt. Steine gespawnt, meine ich. Aber hier gibt es gerade nur kleine.
Sitzen die Jungs da noch? Nein. Keine Kokosnüsse. Steine bitte. Ja, gut. Sonst mache ich das nochmal ohne euch. Das ist jetzt auch ein bisschen langweilig, wenn ich hier die ganze Zeit... ein kleiner sinnlos am Boden rumsuche. Trotzdem hier nichts finde. Ah, einen haben wir mal. Oh, mühselig, ehrlich. Ehrlich mühselig. Oh. Jetzt mal ein paar Früchte nachgeschoben. Sehr gerne. Die klemme ich mir nochmal unter den Arm. Hier war's. Ohne Nuss. Die sehe ich doch von hier schon. Goldstück. Oh, was raschelt hier rum? Noch Federn? Kann ich die nur nehmen? Aber warum nicht? Solange hier Platz ist, nehmen wir auch alles mit. Mir gleich wieder die Eingeborenen aufs Dach steigen. Ja, da. Willst du schon wieder singen? Und aber dicht. Noch relativ nervig, weil so lange... Oh, ein großer Stein, Leute, wir haben's. So lange ist das noch nicht her, wo ich die abgeschossen habe, die Jungs. Ja. Ist ja ein schwieriges Unterfangen. So. Steinring haben wir. Das große Lagerfeuer war ja echt Mist. Weil das komplett weg war, wenn es abgebrannt ist. Hier hast du ja zumindest bleibt der Steinring dann bestehen. Sorry, ich war gerade ganz in Gedanken versunken. Da ist nur das Feuer weg. Das hast du ja ruckzuck wieder hergedröselt. Junge, 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 ey, so ein Räucherfleisch. Bin ich echt mal gespannt, wie lange das hält. Nochmal hier die strammen Waden begutachten und ein paar Egel wegziehen. Oh, die Honigwabe. Hier kannst du ein bisschen was sammeln, kochst dir nochmal ein schönes Süppchen von. Dann würde ich doch glatt sagen... schon Fleisch verdorben. 3 Stunden sind die Pilze fällig. Dann müssten wir jetzt noch mal eine kräftige Mahlzeit zu uns nehmen. Die guten Kohlenhydrate hier verschwinden. Wie gesagt, kocht ihr doch mal lieber ein Süppchen. Gibt ja noch Energie dazu. Jetzt mal hier eine kleine Pilzsuppe. So. So, füll noch mal rein.
Hier auch noch ein Knochen rumfliegen. Es gibt mal hier von jedem was. Hervorragend. Jetzt noch auf eine Madensuppe angewiesen bin, das kann ich gar nicht glauben. Lass mal stecken. Ich guck mal lieber nochmal, ob wir jetzt noch irgendwas brauchen. Eigentlich haben wir nur noch Durst und so ein paar Kohlenhydrate. Könnten wir uns nochmal reinstülpen. Machen wir die drei Früchte noch weg, dann passt es wieder. Zu trinken steht ja hier genug rum. Jetzt haben wir es endlich gleich fertig. Das lassen wir noch durchlaufen in der Folge. Und dann mal gucken, wie lang das jetzt hält. 70. Machen wir ruhig richtig voll hier das Ding. Stehen genug Schalen rum. Brauchst dich nicht so zurückhalten. Dürfte das erste gleich fertig sein. Das war jetzt echt mal lange drauf. Komm schon. Tatsächlich geräuchertes Ara-Fleisch. Wow, okay, 4 Tage ist ist nicht ganz verkehrt. Muss ich mal ehrlich sagen. Das ist nicht so schlecht. Okay, ja, lohnt sich schon. Ist gar nicht mal übel. Da hält das Zeug. Ich hätte es gerne jetzt nochmal im Vergleich zum Gebratenen gehabt, aber das war, ich denke mal, die Hälfte wahrscheinlich. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber länger als 2 Tage hat das bestimmt nicht gehalten. Alter Schwede, wir können uns ja auch bald ein Federbett bauen. Dann lohnt sich der schon, der Räucherofen. Hier ein schönes Federkissen zumindest mal, dass ich mal bequem schlafen kann, muss ja drin sein. So, hier machst du noch einen Stein hin. Dann würde ich sagen, haben wir es erstmal wieder geschafft für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao. Euer Floki.